Ja, hallo und einen wunderschönen guten Morgen bei meinem diesmaligen Vlog. Ja, ich bin immer noch auf Mallorca und ich werde dir heute erzählen, wie du es schaffst, dass du deine Geldblockaden durchbrichst. Und zwar, indem du dich auf Selbstliebe ausrichtest. Ich bekomme nämlich ganz oft zu hören, dass Leute zu mir sagen, Mara, mir ist Geld nicht so wichtig, weil mir ist Liebe wichtig. Ja, und das ist vollkommen richtig, dass Liebe wichtig ist. Liebe ist sogar extrem wichtig. Der Fehler bei diesem Denken ist aber, es ist nicht entweder Liebe oder Geld, sondern es ist so, du kreierst dann den Geldfluss, wenn du dich auf die Liebe ausrichtest. Ja, wie habe ich das jetzt zum Beispiel gemacht? Ich bin hier gerade in einem wunderschönen 5-Sterne-Hotel hier in Palma de Mallorca. Und gleich startet unser Manomind Seminar von unserer Mastermind. Ich freue mich total. Hier sieht man das Schild im Hintergrund. Ich finde das so schön und so klasse, dass wir hier ja, diese Freude und diese Ehre haben, dass wir an einem so schönen Ort hier jetzt unser Seminar machen dürfen. Und früher, muss ich sagen, hätte ich mir das unmöglich gegönnt. Also zu sagen, ich bin hier in einem 5-Sterne-Hotel, hätte ich gesagt, das kann ich mir nicht leisten und das geht alles nicht und so viel Geld habe ich nicht und das und das und das. Was hat sich für mich jetzt wirklich geändert? Hier ist nochmal das Manomind-Schild, hier ist nochmal das Manomind-Schild. Ja, für mich hat sich die Beziehung zu Geld in dem Moment wirklich geheilt, als ich von dem weggekommen bin, ich muss dem Geld nachrennen, ich muss hart für das Geld arbeiten, ich muss darum kämpfen, weil als ich in der Situation noch war, da wusste ich, ja, das will ich alles nicht. Also bevor ich so etwas mache, ja, da ist mir auch lieber, ich richte mich auf die Liebe aus und habe weniger Geld. Ja, und was hat sich jetzt wirklich für mich geändert, als ich gesehen habe, okay, das ist ja überhaupt kein Widerspruch jetzt in dem Sinne. Das Erste ist, wenn du wirklich sagst, ich möchte meine Geldblockaden lösen, indem ich mich auf die Selbstliebe ausrichte, ist, tue das, was du liebst. Also es startet immer damit, dass du beginnst, das zu tun, was du liebst und dann kommt das Geld. Das heißt, vergiss es, dass du versuchst, Geld nachzulaufen, vergiss es, dass du versuchst, was nur wegen Geld zu tun. Hier ist nochmal das Manomind-Schild. Vergiss es, dass du sagst, ja, jetzt muss ich erstmal Geld verdienen, aber später dann, sei radikal. Mach wirklich das, was du liebst und das Geld wird folgen. Also früher habe ich solche Seminare im Wohnzimmer bei mir gehalten, in meiner kleinen Wohnung in Wien. Ja, heute halte ich sie hier im 5-Sterne-Hotel, aber ich muss sagen, für mich macht das keinen Unterschied. Ich habe es damals geliebt und heute geliebt. Früher habe ich es getan, unbezahlt und fand es super cool und heute kriege ich es sehr gut bezahlt. Aber begonnen hat es wirklich mit der Liebe. Das Zweite ist, das Wichtige ist nicht nur, dass du das tust, was du liebst, sondern natürlich auch, dass du dich selber liebst. Ja, ich bin jetzt hier gerade angekommen. Das hier ist unser Seminarraum. Hier werden wir jetzt gleich unser Seminar halten. Ja, wir haben hier 20 Teilnehmer. Also ist total super, total klasse. Ich freue mich total. Und ja, also das, worauf ich hier hinaus möchte, ist einfach, es geht darum, dass du dich einfach selber liebst. Das ist hier sozusagen der Punkt. Das heißt, du tust das, was du liebst und du liebst dich selber. Was meine ich damit? Du lässt es dir gut gehen. Du sagst dir, ja, das habe ich verdient. Ich habe es verdient, dass ich an so einem wunderschönen Ort bin. Das war für mich auch nicht einfach. Also mir das selber zu gönnen, das war wirklich Schritt für Schritt zu sagen, ich gönne es mir, dass ich Business Class fliege. Ich gönne es mir, dass ich hier bin. Der Punkt ist, wenn du deine Geldblockaden durchbrechen willst, dann musst du das Geld einladen. Du musst dem Geld natürlich auch sagen, hey, ich heiße dich willkommen, ich habe Pläne für dich, ich habe was vor, was ich mit dir machen möchte. Und das tust du eben am allerbesten, indem du natürlich ja, dich einfach hier selber liebst. Ja, und das Dritte ist natürlich, dass du auch die Menschen liebst, die mit dir zusammen hier auf diesem Weg sind. Dass du deine Kunden liebst, dass du sagst, ich arbeite mit Kunden, die liebe ich, die sind total klasse. Da ist gerade der Norbert vorbeigegangen. Ich arbeite mit Kooperationspartnern, die ich liebe, die sind total klasse. Ich habe wunderschöne, glückliche, gute Beziehungen in meinem Leben. Das ist hier sozusagen wichtig. Und gleichzeitig schaffst du es aber auch, dass du dich selber an die erste Stelle stellst. Dass du sagst, ja, und so sehr ich auch alle Menschen liebe und es gut finde, ich selber bin trotzdem noch immer an allererster Stelle. Ich selber bin mir am allerwichtigsten, weil mich selber liebe ich immer noch am allermeisten. Und wenn du das so machst, also wenn du beginnst, dich auf das auszurichten, das zu tun, was du liebst, auf die Selbstliebe und dich auf Menschen auszurichten, die du liebst und wirklich zu allem anderen radikal Nein sagst. Nein sagst zu Arbeit, die nicht für dich passt. Nein sagst zu allem, was schlecht und nicht gut ist für dich. Und Nein sagst zu Menschen, die nicht gut sind für dich, egal ob es jetzt Kunden sind oder Kooperationspartner oder was auch immer. Dann wirst du sehen,
du musst deine Geldblockaden gar nicht mehr durchbrechen, weil die durchbrechen sich sozusagen von selber. Also diese Geldblockaden, die verschwinden und auf einmal hast du ein Business, das mehr und mehr Momentum aufnimmt, das, wo du mehr und mehr Geld verdienst. Und was natürlich am allerwichtigsten ist, dass dir richtig, richtig Freude macht. Weil willst du ein Business wachsen lassen, das du nicht liebst und in dem du nicht hundertprozentig glücklich bist? Ja, wahrscheinlich nicht. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also das heißt, diese Liebe, die kommt eben einfach immer zuerst. Bei mir ist es so, ich bin, ja, für mich ist das hundertprozentig heute so. Ich bin hier, ich tue das, was ich liebe. Ich mache jetzt ein Seminar als Trainerin, als Coach. Ich habe Kunden hier, die ich super klasse finde, die ich total cool finde. Ich bin an einem Ort, den ich super gut finde. Und ich habe natürlich einen Businesspartner mit dem Norbert gefunden, mit dem ich auch super, super glücklich bin. Ja, wenn du jetzt so weit bist und sagst, das möchte ich auch. Ich möchte meine Geldblockaden durchbrechen, indem ich mich auf Selbstliebe ausrichte, indem ich radikal bin, indem ich das tue, was ich richtig gut finde. Und indem ich mich nicht mehr von dem abbringen lasse, indem ich da hundertprozentig bin, was das betrifft. Dann lade ich dich sehr, sehr herzlich ein zum Live-Online-Seminar zusammen mit Rahu Bornhorst. Rahu Bornhorst ist ein Erfolgstrainer und ein spiritueller Lehrer, einer der erfolgreichsten Coaches in Deutschland, hat schon mit Weltstars wie Brian Tracy zusammengearbeitet. Und er war derjenige, der mich auch unterstützt hat und gecoacht hat, wirklich auf diese radikale Ausrichtung auf die Selbstliebe. Und darum freue ich mich und bin total glücklich, dass wir beide, er und ich, gemeinsam ein kostenloses Live-Online-Seminar geben werden. Unter diesem Video hier findest du alle Infos dazu und kannst dich sofort anmelden. Wenn du meinen YouTube-Kanal noch nicht abonniert hast, dann ist es aber jetzt an der Zeit. Dann klick jetzt hier oben auf Jetzt abonnieren, damit du auch in Zukunft keines von meinen Vlogs versäumst. Ich danke dir unheimlich, dass du mir zugehört hast, dass du mich begleitet hast. Richte dich radikal auf die Selbstliebe aus. Finde ich total geil. Und ich gehe jetzt rein, weil bei mir startet jetzt das Seminar, das, was ich liebe, mit den Kunden, die ich liebe, den Inhalten, die ich liebe. Und ja, und los geht's. Alles Liebe von mir. Wunderschönen Tag für dich. Schöne Grüße. Deine Mara. Tschüss.